Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Turnierankündigung wie auch Turnieranmeldung. Dazu aber später mehr. Zuerst kommen die knallharten Fakten zum eigentlichen Turnier. Und zwar ist dieses sponsored by MioTeaser. Und ich möchte mich hier ganz recht herzlich bei dir einfach nochmal bedanken, dass du unsere Community so unglaublich krasse Preise zur Verfügung stellst. Und fangen wir direkt mal an mit diesen Preisen, dass wir eine spiegelglatte Überleitung einfach haben. Und zwar bekommt der Drittplatzierte, natürlich der oder die Drittplatzierte Person, Kartenpackungen im Wert von 10 Euro. Das sollten, wenn ich es richtig weiß, 7 Stück sein. Der oder die Zweitplatzierte bekommt Kartenpackungen im Wert von 20 Euro. Und der oder die Erstplatzierte, und da ist mir wirklich die Kinnlade ein bisschen runtergefallen, weil holy shit, ist das einfach nur krass, bekommt Kartenpackungen im Wert von 50 Euro. Und dabei hat sich sogar der gute MioTeaser dann nochmal zusätzlich etwas gedacht. Und zwar sieht es ja nämlich so aus, dass momentan ja ein Bundle verfügbar ist von Blizzard. Und zwar das Erbe des Drachen-Bundle heißt es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das auch gleichzeitig 50 Euro wert ist. Das bedeutet also, falls der oder die Siegerin des Turniers das Bundle, dieses 50-Euro-Bundle noch nicht gekauft hat, gibt es die Möglichkeit, dass er dieses 50-Euro-Bundle anstatt 50 Euro im Wert von Kartenpackungen bekommen kann. Das bedeutet also, ihr habt hier die Möglichkeit, anstatt 40 Kartenpackungen, die normalerweise 50 Euro kosten, 60 Kartenpackungen plus, glaube ich, noch einen Kartenrücken zu erhalten, was einfach absolut insane ist. Falls ihr aber dieses Bundle euch schon geholt habt, ja, wo ich sage, hey, ich möchte trotzdem Hearthstone-Packungen haben, dann werden diese 50 Euro natürlich in die 40 Packs umgewandelt. Aber der MioTeaser wäre nicht MioTeaser, wenn er sich nicht noch was dabei gedacht hätte. Und zwar gibt es vielleicht einige unter euch, die sich sagen, hey, diese 50 Euro, die würde ich vielleicht in etwas anderes gerne im Battle.net-Shop umwandeln. Und zwar vielleicht, und das ist die Möglichkeit Nummer 3, die sich der Erstplatzierte hier aussuchen kann, in Warcraft Reforged Spoils of War. Das ist diese exklusive Edition, einfach wo noch ein Mount, ein Pad oder sowas mit dabei ist und nochmal zuzüglich ein Kartenrücken. Das heißt also, der Erstplatzierte hat die freie Wahl zwischen einem Bundle, falls er die noch nicht gekauft hat, 40 Kartenpackungen, also im Wert von 50 Euro oder alternativ die Spoils of War Edition von Warcraft Reforged. Und zusätzlich hat sich der gute MioTeaser noch gesagt, hey, ich möchte noch einen Preis an jemanden Spezielles geben und zwar wird es dann im Laufe des Streams, im Laufe des Turniers dann wird sich zeigen, wer diesen Preis von ihm bekommt. Es ist tatsächlich noch relativ offen, wie das der dann ausgelost wird, denn wir haben da einfach gesagt, es soll so eine Art Sonderpreis sein für einen lustigen Play, einen harten Fail, für ein lustiges Deck, irgendwas halt, was MioTeaser sich da frei aussuchen kann. Das will ich auch ihm überlassen, das ist schließlich auch sein Geld, das er hier in die Community rein investiert. Und möchte mich einfach an dieser Stelle nochmal echt bedanken für diese hammerharten Preise, weil Leute, ich glaube, so einen Preispool hatten wir einfach noch nie zuvor in irgendeinem Turnier. Deswegen nochmal ein fettes Dankeschön. Kommen wir aber gleich noch zu einer weiteren Sache, die zusammen mit den Preisen unter einer Decke hängt. Und zwar ist es nämlich so, dass man, wenn man auf Blizzard jemanden etwas giften möchte, man mindestens 3 Tage miteinander befreundet sein muss. Und das ist ein bisschen eine schwierige Sache, weil wir sind ja, also die Community und ich sind ja die meisten Leute tatsächlich befreundet, die beim Turnier mitmachen. Einfach, dass ich dann streamen, dann auch alles zeigen kann. Und dieses Zuschauen ist ja dann kein Problem. Aber da MioTeaser euch das alles giftet, bedeutet das, dass ihr, wenn ihr euren Preis wirklich pünktlich haben wolltet, jetzt in der Anmeldezeit MioTeaser auch am besten eine Freundschaftsanfrage einfach schicken solltet, dass er euch annehmen kann. Ihr findet die Battle.net-ID, jetzt muss ich gerade überlegen, wie heißt das Ganze nochmal, Battle.net-ID oder den Battle-Tag oder sowas, findet ihr unten in der Informationsbox, nein, wie heißt das nochmal, auf jeden Fall unten hier unter diesem Video, klickt ihr einfach drauf, und Videobeschreibung oder sowas heißt es, glaube ich, klickt ihr einfach drauf, da findet ihr MioTeaser's Battle.net-ID und schickt ihm einfach eine Freundschaftsanfrage, einfach, dass der Preis rechtzeitig dann rauskommen kann. Wie gesagt, 3 Tage ist hier, muss man mindestens befreundet sein, bevor dann wieder Missgeschicke passieren und der Preis sich dann nach hinten rauszieht. So, das waren erstmal so die preisliche Sache geregelt. Wir gehen jetzt weiter zum eigentlichen Turnier und zwar, worum soll es im Turnier gehen? Und ich möchte bitte, bitte die üblichen Regeln einfach hier direkt mal klarstellen. Kein Gehate, kein Generve, kein, oh, aber der hat ein besseres Deck erstellt als ich, der hat viel mehr Legendaries, deswegen hat er gewonnen, nicht weil er der bessere Spieler ist, sondern weil ich echt so schlecht gezogen habe. Das gibt es einfach nicht, Leute. Wenn ihr hier im Turnier mitmacht und schon wirklich die Möglichkeit habt, sowas hier kostenlos und alles mögliche in der Community mitzumachen, dann habt
bitte euren Spaß daran und flamet nicht rum. Das vermisst nicht nur euch euren Spaß, sondern auch den ganzen anderen Menschen um euch herum auch. Dann geht es nämlich los mit, was sind die Standardregeln? Es ist Best of Three. Das heißt also, ihr müsst zwei Decks bauen und da kommen wir natürlich wieder zu einer kleinen Spezialität des Deckbaus. Und zwar habe ich mal wieder mit Mewteaser darüber geredet, weil ich mir einfach dachte, hey, ich brauche auch mal ein paar Ideen und sowas. Was wäre denn sein Vorschlag für dieses Turnier? Und da habe ich mir gedacht, hey, das, was er mir erzählt hat, war wirklich eine interessante Sache. Und ich wollte eigentlich schon mal sowas Ähnliches in die Richtung machen, fand es aber immer sehr, sehr schwierig. Und das habe ich auch ihm gestern nochmal geschrieben, ob das, was er dazu denkt und ob das fein ist und alles Mögliche. Und er hat gesagt, das ist, man darf sich da nicht so dran aufstacheln und das kann ich tatsächlich verstehen, denn diese Art von Decks, die wir jetzt bauen wollen, soll hier niemanden irgendwie benachteiligen oder sonst was. Es ist einfach nur eine lustige Sache, die wir von einem älteren YouTube-Video einfach abgeschaut haben und ich finde es einfach auch mal so prinzipiell einfach eine interessante Deckbau-Idee, dass man in Hearthstone mal alternative Möglichkeiten sieht. So, und deswegen hier einen Ausspruch, Leute, das ist also nochmal von meiner Seite aus, weil mir das einfach wichtig ist, weil ich weiß, wie die Leute im Internet sind. Ich weiß, dass wir Leute haben, die sich von sowas angegriffen fühlen. Das soll aber nichts in die Richtung sein. Es ist einfach nur eine lustige Idee von einem YouTuber namens Fischkopf damals. Der hat sich nämlich gesagt, er baut ganz speziell basierte Decks auf verschiedene Themen und hat da zum Beispiel so Sachen gemacht wie, oh, er baut entweder nur Zaubersprüche, nur Legendaries. Das waren so die üblichen Sachen, die eigentlich fast jeder gemacht hat. Aber dann hat er zum Beispiel Decks gebaut, wo nur Leute mit Bärten drin waren. Oder alternativ hat er Decks gebaut, wo nur Leute mit langen blonden Haaren drin waren oder sowas. Und da hat er auch mal die Folge gebracht, da hat er nämlich, ich glaube, er hat entweder ein männliches Deck gespielt oder ein weibliches Deck gespielt und sein Gegenüber hat dann halt er hat dann weiblich oder männlich gespielt, je nachdem, was der eine gespielt hat. Und das soll dieses Mal tatsächlich die Aufgabe sein. Und zwar müsst ihr für Best of Three zwei verschiedene Decks bauen. Das soll einmal ein männliches Deck sein und einmal ein weibliches Deck sagen. Und wie gesagt, Leute, es ist kein Angriff, das ist wirklich nur ganz normal, einfach nur eine lustige Sache, die man sich halt einfach mal überlegen könnte. Jetzt gibt es aber noch eine kleine Problematik und zwar ist es ja so, dass bei manchen Kreaturen, wie zum Beispiel der Torturland Shellraiser oder hier Stonehill Defender oder sowas, jetzt nicht direkt irgendwie man sagen kann, dass es männlich oder weibliche vom Aussehen her ist. Deswegen haben wir uns gedacht, hey, wir machen das einfach so, dass solche Sachen wie zum Beispiel Isera, so die Drachen, die Tortolans oder sowas in die Richtung gehen, die sind neutral, also die könnt ihr in männlich wie auch weiblich stecken. Und jetzt ist noch eine ganz, ganz wichtige Sache, bitte geht hierbei nicht nach der Lore. Denn viele Leute, die World of Warcraft oder länger schon Hearthstone spielen oder sowas, wissen Bescheid, hey, Isera ist eine Frau. Die wissen, zum Beispiel, Nefarian ist ein Kerl. Das sind so Sachen, die wissen wir vielleicht als absolute WoW-Freaks oder sonst was, oder halt, weil wir halt ein bisschen tiefer in der Materie drin sind. Aber für manche Leute ist es halt einfach Drache Alexstrasza oder Drache Isera und Drache Nefarian oder Maligos oder sowas. Deswegen möchte ich diese Karten auch hier mit einem Gender-Neutral-Stempel hier mal versehen. Das heißt, ihr könnt sie entweder im männlichen Deck spielen, sowie auch im weiblichen Deck. So, und damit wir jetzt nicht nur irgendwelche reinen auf Beast-basierten Decks haben oder sowas, dass jeder Hunter spielt oder irgendwie in die Richtung, möchte ich noch eine Kleinigkeit hinzufügen. Und zwar möchte ich sehr, sehr gerne, dass beide Decks jeweils 8 Karten des jeweiligen Geschlechts beinhalten. Das heißt also, 8 Karten männlich, 8 Karten weiblich und den Rest dürft ihr einfach füllen, wie ihr wollt. Es gibt keine Legendary-Begrenzung, es gibt keine Epic-Begrenzung. Einfach alles mit reinhauen. So, und an dieser Stelle möchte ich mich natürlich erstmal nochmal richtig, richtig fett bedanken bei Mewteaser, vor allen Dingen für die Preise und wie auch für die sehr, sehr coole Idee, dass wir so ein spannendes Turnier einfach mal machen, wo wir wirklich sagen können, hey, wir haben einfach richtig insane Theme-Decks in die Richtung jetzt männlich-weiblich. Vielleicht machen wir mal wann anders irgendwie, dass man einfach nur Beast-Decks machen kann oder dass wir einfach sagen, only Murloc-Decks und dann schauen wir mal, wer das beste Murloc-Deck ist oder immer nur Leute mit Bärten oder was wir halt alles schon auf YouTube und so gesehen haben. Deswegen habe ich da wirklich Bock drauf, solche Sachen des Öfteren mal durchzuführen. Das müssen ja auch keine so extrem großen Events sein. Das können ja auch einfach nur kleine Deck-Folgen sein, wo ich einfach mal so ein Deck vorstelle oder sowas. Wenn ihr daran Interesse habt, würde es mich auf jeden Fall freuen. Und dann kommen wir jetzt noch zum wichtigsten Punkt. Und zwar, wie könnt ihr euch überhaupt für dieses Turnier anmelden? Und das ist eigentlich relativ simpel. Ihr schreibt unten in eure, ihr schreibt hier unten nur dieses Video in die Kommentare bis Freitagabend 18 Uhr.
euren Battletag-ID, also euren Battletag-Namen plus diesen Hashtag, der dahinter ist mit den Zahlen und dann macht ihr schon mit. Ich werde das Ganze dann, so wie es eigentlich üblich ist, in eine Excel-Tabelle eintragen und dann wird das Ganze am Sonntag stattfinden. Hierzu noch eine Kleinigkeit und zwar, wann genau am Sonntag? Es ist nämlich nicht Sonntagabends, denn Sonntagabend wird es wahrscheinlich keinen Stream geben, Sonntag, sondern Sonntagvormittag. Ja, es ist Sonntagvormittag, liebe Leute. Ich möchte gerne um 11.30 Uhr anfangen mit euch und würde dann so gegen in den Mittag reingehen. Also das heißt wahrscheinlich so von 11.30 Uhr bis 14 Uhr würde ich jetzt einfach mal ganz grob schätzen, wenn ihr euch da die Zeit nehmen wollt. Alternativ dazu könnte ich auch noch hier einen Deal machen, dass wir sagen, wir fangen um 12 an und gehen dann bis um 14 Uhr. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich hier anmelden werden für dieses Turnier. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr hier mitmachen würdet. Das ist ja mal wieder ein echt großes Community-Event mit wirklich, wirklich vielen Preisen. Und ja, deswegen meldet euch einfach an, liebe Leute, und schreibt vielleicht, wenn ihr sagt, hey, 11.30 Uhr ist vielleicht nicht so cool, da bin ich irgendwie am Mittagessen oder sowas, einfach mal das Ganze in die Kommentare rein, wann ihr denn Zeit hättet. So, okay, also jetzt nicht jeder irgendwie, wann er Zeit hätte, sondern entweder 12 Uhr oder halt 11.30 Uhr, je nachdem. Vielleicht geht auch noch 1 Uhr, also 13 Uhr. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, die ich anbieten könnte, aber jetzt nicht irgendwie 16 Uhr oder sowas. Das ist für mich halt leider nicht möglich, denn ich muss nachmittags noch ein bisschen was erledigen. So, liebe Leute, das soll es also gewesen sein für diese Turnierankündigung. Ihr wisst jetzt Bescheid, wie ihr euch unten anmelden könnt. Freitag 18 Uhr ist das Ganze zu Ende und ich bedanke mich bei Mio Teaser nochmal ganz recht herzlich für die wunderschönen Preise, für diese tolle Idee, einfach mal so ein cooles Turnier zu machen. Und bitte, liebe Leute, wirklich, ich habe es am Anfang schon gesagt und ich habe es nochmal erst gesagt, als ich die Regeln erklärt habe oder sowas, fühlt euch an dieser Stelle nicht in eurem Geschlecht angegriffen oder sowas. Das ist mir persönlich wirklich sehr, sehr wichtig und ich habe denen die Sachen auch schon geäußert, dass ich da ein bisschen Respekt davor habe, weil es halt doch einige Leute geben, die sich da immer schnell angegriffen fühlen. Das soll eine nette Idee sein und jetzt hier niemanden irgendwie vor den Kopf stoßen. Deswegen, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Meldet euch auf jeden Fall fürs Turnier an und ehrlich mal gesagt, haut rein. Bis denn dann. Tschüss.